Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Black Ops 3. Wir spielen jetzt hier wieder eine Runde Geleitschutz. Und zwar habe ich euch ja in meinem letzten Black Ops 3 Video erzählt oder gesagt, dass ich gegen Bots gespielt hatte, um ein bisschen zu üben. Und da hatte ich die Pharaoh MP ausprobiert und fand die übelst geil und wollte die unbedingt freischalten. Habe ich jetzt wirklich viel oder nahezu nur mit der ICR 1 gespielt. Ich habe die jetzt auch wirklich auf Max Level schon aufgerankt, bis ich die Pharaoh MP, die ich hoffentlich richtig ausspreche, korrigiert mich sonst, wenn ich da falsch liege mit der Aussprache, aber bis ich sie freigespielt habe, habe ich mit der ICR 1 gespielt. Und ja, jetzt, wo ich sie habe, finde ich sie geil. Ist auf jeden Fall eine nice Waffe und eine richtig gute. Aber ich komme mit der ICR 1 besser klar, wie ihr sehen könnt. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade angefangen hat, dann werde ich vermutlich in diesem Gameplay noch zurückwechseln auf der ICR 1. Aber ich probiere es trotzdem, für euch jetzt hier noch ein schönes Gameplay zu machen. Ich hoffe, das wird was. Na, komm zurück. Angeschossen. Assist, okay. Von da hinten vielleicht? Da hab ich doch was auf dem Radar gesehen. Ah, nicht wahr. Ja. Granate ist da. Kill geklaut ist da. Ah, Kill abgestaubt und Kollegen gerettet ist da. Den habe ich auch. Jetzt flüchte ich aber mal. Ah, ich gehe mal lieber zu meinen Kollegen hin. Nein! Ich weiß schon, warum ich das machen wollte. Kommt der da jetzt? Ich habe Angst. Das war mein Kollege, was ich gehört habe. Okay. Aber hier vorne im Gebäude ist, glaube ich, jemand. Ja, sehr schön. Und da rechts hinten ist noch einer. Da um die Ecke. Oder war da? Oh, das war mein Kollege, okay. Aber da ist doch noch immer noch jemand im Gebäude drin. Das war die Person, glaube ich, gar nicht, die ich da abgeballert hatte. Oh, da ist jemand. Komm, 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 komm. Oh, oh. Nicht gut. Nein! Dead Aiming! Nein, ich hab das von der ersten Sekunde an gemerkt, dass das nichts wird. Ich habe so verzogen. Scheiße, das war jetzt mal richtig dumm. Hätte nicht sein müssen. Hör auf, so rumzuhampeln! Geil! Oh! Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich den einen noch bekomme. Na, 4 zu 3. Da muss ich nochmal nachlegen. Haha! Habe ich ihn seinem Flammenwerfer weggenommen. Da ärgert er sich bestimmt. Ich hoffe, den hatte er noch nicht allzu lange. Oh, snipert da jemand von uns oder von den Gegnern? Ja, auf der Entfernung mit der Pharaoh MP kannst du auch dreimal treffen. Der stirbt nicht. Aber das hat gewirkt. Sehr schön. So, jetzt nicht gleich sterben. Kein Gegner kommt da lang. Oh, na super, da habe ich zu früh geschossen. Verdammt. Oh, oh. Na, kommt hier gleich jemand? Ja, jetzt wo er geschossen hat, bestimmt. Da hinten. Von wo? Okay. Oh, da stehen sie alle. Und snipern. Kann ich hier um die Ecke ballern? Oh, die sind schon weg. Oh, Glück gehabt. Sehr schön. Oh, Glück gehabt, ey. Wirklich, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt. Da kommt doch jemand. Ah, ich wollte einen Headshot geben. Ich habe ganz knapp drüber hinweggeschossen. Schade. Ja, das ist halt das Ding auch, ne, mit der Pharaoh MP, die ist halt wirklich geil, aber nur auf kurze Distanzen. Ab einer mittleren Distanz wird es dann schon kritisch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch mit ein paar Perks noch ein bisschen ausbessern kann, aber da ist die ICR 1 auf jeden Fall ein besserer Allrounder, finde ich. Scheiße. Wir haben gleich verloren, wenn das so weitergeht. Fuck, 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 fuck. Von wo? Nein! Verdammt, jetzt hau ich mir noch die KD runter. Uncool. Niederlage.
Naja, dann machen wir gleich nochmal eine Rückrunde. Ist ja eh noch drin. Oder dran. So. Wollen wir mal unseren Roboter voranbringen und eskortieren. Genau, das war das Wort, was mir gefehlt hat. So. Da haben wir ihn nochmal hochgeboxt. Jetzt schaue ich mal von hier oben. Aber das ist natürlich eigentlich auch dumm mit der Pharaoh MP. Haben wir ganz kurz die Lage gecheckt. Wenn man die Pharaoh MP ausgerüstet hat, sollte man nicht da oben stehen. Dann nehmen wir die ICR-1. Ja, ist klar. Ist klar. Erstmal der beschissenste Spawn überhaupt. Was soll die Kacke? Und dann treffe ich ihn auch noch ohne Ende und nichts passiert. Und dann sowas. Ey, die Spawns, die regen mich auch manchmal so derbe auf in diesem Spiel. Das ist unfassbar, ne? Also wer keinen Bock auf Spawnkiller hat, der sollte dieses Spiel definitiv nicht spielen, weil das ist hier scheinbar nicht mal schlimm. In anderen Spielen wirst du dafür beleidigt. In Black Ops 3 scheint es normal zu sein. Ja, seht ihr, aber das meine ich, ne? Mit der ICR-1 ist das schon eine ganz andere Nummer, wenn man so ein bisschen auf Entfernung geht, ne? Zack, den haben wir auch. Oh, da hätte ich nicht nachladen brauchen. Oder sollen. Aber den haben wir auch. Na, war da nicht eine Granate? Nicht, dass da noch einer kommt. Oh, da ist ein Flammenwerfer. Komm um die Ecke. Komm, 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 komm. Komm zu Papa. Na gut, er kommt nicht mehr, aber da kommt gleich einer. 100 Pro, da kommt gleich einer. Oder campt er da jetzt drin? Oh. Sind sie alle um die Ecke. Ja, ich traue mich jetzt hier nicht, mein... Ah, ich ziehe jetzt meine Kriegsmaschine. Scheiß drauf. Nein, ey, das ist doch nicht wahr. Genau sowas habe ich nämlich geahnt, ey. Entweder werde ich sofort erschossen oder ich schieße wie ein Gestörter um mich und ich treffe einfach niemanden. Ja, warum denn auch? Es sind doch nur überall Gegner um die Ecke, aber irgendwie treffe ich keinen. So, ich versuche es jetzt mal hier rum. Upsala. Nein, was war das? Ah, scheiße. Den haben wir. Sehr schön. Ich habe gedacht, der wäre schon down, aber war scheinbar nicht. Nein, das... Oh, ja gut. Ja, das ist... Egal. Junge, von da oben. Schade. Hätte ich ein bisschen früher dahin gezielt und geschossen, dann hätte ich den wahrscheinlich noch bekommen. Der wurde ja mal richtig schön weggesniped, glaube ich, gerade. Nein! Mann! Jetzt verkacke ich hier auch nochmal. Es tut mir leid, Leute. Es hat einigermaßen gut angefangen, aber jetzt irgendwie zum Ende hin. Dead Aiming! Nein, 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 nein. Ah. Das hat mich dann doch ein bisschen irritiert, indem das zwei kam. Ich war der Meinung, irgendwie instinktiv, dass da nur einer kommt. Aber so kann man sich leider täuschen. Ja, einfach mal frontal durchs Gebäude, mal gucken, was hier so los ist. Oh, Sieg. Sehr schön. 13 zu 14. Na gut, ein Versuch habe ich noch. Drückt mir die Daumen, dass es was wird. Vier, drei,
2, 1, let's go. Dann hoffe ich mal, dass diese Runde, die letzte Rückrunde, doch noch einigermaßen nice wird. Ich bin leider so oft immer wieder gestorben, dass ich nicht eine einzige Abschussserie freischalten konnte. Aber wenigstens hatte ich meine Kriegsmaschine ziehen können und ja, aber es hat leider auch nichts gebracht. Das ist immer schön, wenn man so Sachen freischaltet, so seine Kriegsmaschine oder irgendein schönes Streak und ja, dann tötet man damit keinen. Ist immer herrlich. Oh, da hinten ist einer, der snipe bestimmt. Aber alle meine Kollegen laufen hier längs. Nein! Super. Assist. Alles klar, da kommen sie. Jo. Na, immerhin. Achtung, feindliche Vorräte von oben. Was? Ich hab den nicht realisiert. Krass. Nein! Oh, und diese Spawns, Alter, und das. Meine Fresse. Das habt ihr davon. Immer diese Spawn-Killen in Black Ops. Ich. Ja, ich meine, es ist einfach halt so, weil es extrem eng alles ist. Aber guck mal, ich gehe 2 Streichschritte und bin down. Ja, das liegt jetzt hier auch in dem Modus, aber das habe ich auch so oft in normalen Modi. Das ist krass. Schade. Hätte vielleicht noch ein Double Kill werden können. 17 zu 19, ja shit. Wenigstens eine 1er KD. Ich bin jetzt nun wirklich nicht der größte Black Ops 3 Spieler, aber eine 1er KD sollte doch noch klappen. Das ist doch nicht normal. Okay, der hat mir einen Headshot gegeben. Gut. Aber sonst wäre er echt komisch gewesen. So, den haben wir wenigstens. Und ich ziehe jetzt einfach die Kriegsmaschine. Na. Nein, ich habe da sogar noch drauf geballert. Naja, das war's mit der 1er KD. Schade. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Dafür bin ich in anderen Spielen deutlich besser, wie zum Beispiel Battlefield oder Titanfall oder auch Battlefront. Da bin ich deutlich besser. Aber eine letzte Rückrunde habe ich scheinbar doch noch. Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, aber gut. Ist ja auch egal, da haben wir jetzt wenigstens noch einen Versuch. Aber ich trinke nochmal ganz kurz was, nachdem ich zum Roboter gegangen bin. So. Dann wollen wir mal auf ein neues. Oh, dann bleibe ich mal lieber drin. Genau, deswegen bleibe ich lieber drin. Ich habe es schon geahnt, dass sowas passiert. Okay, er hat ihn. Das war so klar, ne? Das sind mir zu viele Freunde auf einem Haufen. Da habe ich Angst, dass dann da irgendjemand was ganz Schlimmes anstellt. Wow. Okay. So kann es auch laufen. Ach hier, kann man keinen Wallrun dran machen. Ich vergaß. Oh oh. Na komm, wo bist du? Wo ist er? War doch eben einer. Das geht ja gut weiter, meine Freunde. Oh, aber ich habe ihn wenigstens mit seinem Flammenwerfer stoppen können. Immerhin. Ah, schade. Nicht ganz ideal getroffen. Was war das? Ach, scheiße.
Na, das kann ja noch was werden hier. Wo ist er? Da, tot, okay. Hier explodiert doch alles, ne? Oh, mit einer Shotgun, ne? Ätzend. Na, oh Gott. Schade. Naja. Nicht so ganz ideal, ne? Da hatte ich schon bessere Gameplays gebracht, auf jeden Fall auf meinem Kanal. Oh, nicer Kill am Ende. Bams. Ja, jetzt haben wir tatsächlich endgültig verloren. Gut, ich hoffe, euch hat die Runde natürlich trotzdem auf eine andere Art und Weise etwas unterhalten können. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein bisschen Feedback von euch freuen. Vielleicht auch, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen könnte, warum ich hier so krass verkackt habe. Würde mich natürlich echt freuen, wenn ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könnt. Ihr habt da bestimmt mehr Erfahrung als ich mit Black Ops 3 und generell mit Call of Duty. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit am Start seid. Ich sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.